Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect. Ja, wir haben noch ein paar Außenposten zu erledigen von den Geth. Ja, wie gesagt, es ist dadurch, dass die selber so inkonsequent sind, was die Aussprache angeht. Also wie gesagt, zumindest bei diesen beiden Wörtern, also bei Saren und bei den Geth, ist es mir halt aufgefallen, dass es da im ersten Teil Deutsch ausgesprochen wird und dann im zweiten Teil Englisch. Von daher kann es auch sein, dass ich halt mal ein bisschen hin und her wechsle. Da unten ist Party, wie ich sehe. Das heißt, wir gehen da mal hin und klopfen mal ganz freundlich an, würde ich sagen. Hallöchen, du Turm. Immer schön in Bewegung bleiben. Ich treffe den noch nicht mal. Ah. Geht doch. Komm. Jawoll. Der wäre durch. Da wartet direkt der nächste Turm. Einmal wieder kurz in Deckung. Und wieder ordentlich daneben schießen. Ich muss, glaube ich, echt hier mal warten, bis der anständig ausgerichtet ist. Der Marco oder das Marco. Ja, von da geht's sogar gar nicht. Dann, müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie ein Aua. Eine bessere Position kriegen. So. Zack, überrascht. Okay, ich muss sagen, die Kampfläufer sind doch schon etwas übler. Ich sollte in Deckung. Die setzen mir mehr zu, als ich gedacht hätte. Die Türme sind natürlich auch nicht ohne. Na, das war schon wieder nix. Ich sollte echt langsam mal hier weg. Dem guten Ding geht's nicht mehr allzu gut. Zum schönen Gefährt. Aber wir haben ja noch genug Universalgeld zum Reparieren. Kriege ich den eigentlich so? Ja, doch. Auch hier wieder bei mir die Sache, dass ich erst mich mal wieder konzentrieren muss, mal wieder reinkommen muss. Und jetzt hier schon wieder fast drauf gehe, sehe ich gerade. Ja. Irgendwie das Konzentrieren, das Eingewöhnen ans Spiel, das hat bei mir jetzt doch mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich gedacht habe. Levelaufstieg haben wir auch noch mitgemacht. Das freut mich. Jetzt gehen wir uns aber erstmal hier umgucken. Dass wir uns da den Außenposten noch zerlegen können. Habt ihr eigentlich irgendwas zu sagen? Ne. Wollte ich eigentlich nicht. Wollte mit euch reden. Scheinbar ja nicht. Seltsamerweise können wir hier auch nichts. Sollen wir das auch noch zerstören? Oder was ist damit los? Ich kann jetzt auch nicht großartig mit interagieren. Oder sollten wir die einfach nur auslöschen? Ich glaube, wir sollten die einfach nur auslöschen. Was ist das? Ja, ich glaube schon. Allerdings hat er hier noch diese Anzeige.
Ihr habt auch nichts zu sagen. Ja. Würde ich sagen, lassen wir das mal. Gehen wieder in den Marco. Haben wir noch irgendwas, was wir hier nicht erforscht haben? Nö. Achso, den... Nee, den haben wir sogar schon in den Außenposten. Wir haben halt hier noch ein anormales Signal. Das wir hier nicht weiter lokalisieren können. Aber wahrscheinlich haben wir das jetzt erledigt, indem wir die Dings hier weggeschossen haben. Ja, dann fahren wir mal weiter. Ne, dann wäre aber ein X da und kein Fragezeichen. Spiel bist du ein wenig verbuggt. Ich glaube, dann lassen wir das doch einfach und gehen zurück zu Normandy. Boah, jetzt muss ich auch nochmal gucken, wo waren wir denn jetzt eigentlich genau? Und wo war das hier mit den Nebenquests? Hallo Shepard, wieder zurück. Einmal wieder hier rumschauen. Nee, das müsste hier irgendwo gewesen sein. Boah, ich muss mich hier echt wieder... Da haben wir es, glaube ich, mit denen, genau. So. Das müsste jetzt Hong gewesen sein, oder? Schauen wir gerade nochmal nach. Kaspin. Ach ja, genau, das war das zweite. Okay. Damit hätten wir das dann auch abgeschlossen. Flupp. Gibt es da noch ein Kreuz? Dann geht's als nächstes zu Antibar. Im Dreschknova-System. Alles klar. Dahin. Jawohl, bitte dahin reisen. Da haben wir sogar schon. Gut, dann scannen wir erstmal die anderen Planeten alle ab. So. Ach, warte mal, ich sollte... Genau, dann war hier noch die Liste mit den Planeten. Armstrong. Hong, genau. Das hätten wir dann auch erledigt. Dann... Antibar haben wir nicht. Das war jetzt... Der... Was war das hier nochmal? Palm... Ratrus, okay. Das noch weg. Ja genau, das habe ich auch gerade blitzen sehen. Ah, Quatsch. Da haben wir noch einen Asteroiden. Da haben wir noch ein Medaillon, das ist schön. Auch das wegkreuzen. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch Antibar über. Landen wir dort. Die anderen Planeten sind... ja, nicht von Bedeutung. Haben zumindest keine Sachen da. Kaidan, Tali. Ach stimmt, die können ja noch aufsteigen. Fällt mir gerade ein. Das machen wir da natürlich auch noch. So. Squad. Wir haben wieder zwei Punkte über. Die möchte ich dann gerne in die Panzerung stecken.
So, und dann gehen wir danach aufs Sturmangriff. Obwohl, das ist ja nur Nahkampfschaden. Ja, die 10% Waffenschaden bringen es auch nicht. Dann gehe ich, glaube ich, eher auf Erste Hilfe. Dann können wir Fitness, dass der ein bisschen mehr Lebensenergie hat. Genau. Was können wir dir? Dechiffrierung. Tali hat Dechiffrierung. Das waren, glaube ich, keine so gute. Obwohl, nee, bei dir wollte ich ja hacken eigentlich machen. Nehmen wir den wieder runter und packen den da drauf, genau. Ja, dann, ich glaube, dann ist Kaidan und Tali sind dann keine so gute Kombination, weil die sich halt, ja, nicht ergänzen, sondern halt die meist viel gleiche Fähigkeiten haben. Okay, hallo Karte. Wir fangen Anomalie, Trümmer, Außenposten. Fangen mit der Anomalie an. Wie gesagt, diese Planetenerkundung gehört halt auch mit dazu. Von daher möchte ich dann auch noch ein bisschen zeigen. So richtig was los hier. Das sieht mir nach einem Dreschlund aus. Wer sagt's denn? Hallo, mein Großer. Die freuen sich auch mal, wenn wir da sind. Von daher begrüßen wir sie mal. Na komm, weg damit. Ja. Hier wieder einige zerlegte Marines. Ne, sind sogar Guests. Sind gar keine Marines. Dumm gelaufen. Gut, hält mal das. Dann fahren wir jetzt mal hier rüber. Sieht ja auch schön aus hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. Proteanische Ruine. Okay, Datendisk, nicht schlecht. Gab sogar ein Tagebuch. Ah, ja, gut, wahrscheinlich wegen Dings, ja. Weil wir dann halt einen Dings mehr gefunden haben, eine Datendisk. Ja, dann bleibt jetzt ja nur noch. Ich glaube, da waren noch ein paar Trümmer hier. Und der letzte. Oder nee, der vorletzte Außenposten. Waren, glaube ich, vier. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Na komm. Sind wir mal gespannt, ob die Meldung hier noch angezeigt wird, dass der Herr Patzi gerade online gegangen ist. Wenn, muss ich dann auch mal das umstellen, dass es wieder. Ja, ich glaube, ich muss sowieso Origin nochmal neu installieren. Also hundertprozentig mit dem Update hat das nicht funktioniert. Also ein paar Programme müssen dann doch nochmal neu gemacht werden. Da kommen ab und zu noch ein paar Fehlermeldungen jetzt nach dem Umstieg auf Windows 10, aber sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden mit, muss ich ja sagen. Hat sich gelohnt. So, die Trümmer sind da hinten. Hui. Oh. Und wir sind blockiert. Sehr schön. Na, wo sind sie? Nicht zu erkennen. Ich glaube, dann würde ich mich mal rauswagen. Hüpf.
Einmal gemütlich da dran. Jawohl. Manuell natürlich. Sehr gutes Universalgel. Muni. Nett. So, hier war aber sonst nichts mehr, oder? Nö, dann geht's natürlich jetzt direkt weiter. Aber wahrscheinlich sind das da oben schon die... die Gäste, die uns blockieren. Dann hauen wir gerade den Außenposten noch weg. Da. Nett. Können wir eigentlich von hier schon... Ne, nichts reißen. Sehr ungünstige Position. Na, ich glaube, das war gar nicht so verkehrt. Ist eigentlich nur der Kampfläufer. Okay, der sitzt uns auch jetzt gerade ordentlich zu. Gehen wir schnell mal wieder in Deckung. Ich möchte gerne in Deckung. Ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen hier. Na gut, wir haben ja vorher gespeichert. Ne, haben wir glaube ich nicht. Aber dem Dreschlund haben wir das letzte Mal gespeichert. Dann gehen wir jetzt mal vorsichtig vor. Der wäre weg. Der wäre weg. Der wäre weg. Das mit dem Koloss kann ein wenig heikel werden. Machen wir es mal mit der Hasenfuß-Taktik. Ich denke, die sollte einigermaßen funktionieren. Sehr schön. Den noch. Den kriegen wir leider nicht so ganz. Jetzt aber. So, der wäre weg. Der wäre weg. Oh. Na gut, das ist ja jetzt ein Suizidkommando, Jungs. Ah, doch ein paar Raketenschützen mit dabei. Okay. Synthetischen Schweinehunde schon halb aus diesem System vertrieben. Jawohl. Gut, ich denke, dann hätten wir da noch alles soweit. Dann haken wir das noch ab. Flup. Und noch einmal die Antibar geht erledigt. Zwei Stück brauchen wir noch, sehe ich gerade. Gut, dann haben wir hier auch, glaube ich, alles soweit. Jawohl, haben wir. Zurück zur Normandie, bitte. So, dann würde ich mal sagen, wir speichern das Ganze. Und für alle, ich guck mal, haben wir irgendwelche Codex-Einträge? Ich glaube, wir hatten ja ein paar Codex-Einträge, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, dann ja, werde ich die noch schnell zeigen. Ich glaube, so viel ist es ja nicht. Einmal kurz durch. Entschuldigung, durchscrollen. Genau, die Sachen mit den Datendisks. Ja,
Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.